heute in Bestform, meine Damen und Herren. Oliver Welke, Bürger Friedrich, Barbara Schöneberger und Elton. Rote Haare, ulkige Auftritte, sagenumwobenes Privatleben. Boris Becker und Pippi Langstrumpf haben viel gemeinsam. Aber trotzdem verfilmen wir heute Pippi Langstrumpf einmal neu. Und Pippi, würde ich sagen, kann nur eine spielen. Und das ist die Elton. Mach nur weiter. Lars ist der kleine Tommy, ich bin die kleine Annika. Oh. Und für die Barbara haben wir dann noch die schöne Rolle der Brüsselise. Ah, da bin ich ja froh. Ja, die Brüsselise ist ganz wichtig, die nervt, das ist die Frau vom Jugendamt. Ja. Und dann bleibt für den Herrn Becken natürlich die Regie. Weil irgendjemand muss uns ja sagen, was wir spielen sollen bei Pippi Langstrumpf. Ist ja ein großes Oeuvre, ein großes Werk. Deswegen würde ich sagen, was rede ich noch weiter? Wir gehen alle nach hinten, helfen Elton die Drahtzöpfchen festzuzurren und übergeben einfach mal an Olli und... Ich erkläre jetzt mal vor die Szene in der Hoffnung, dass ihr das da hören könnt hinter der Bühne, was ihr überhaupt spielen sollt. Ja, wir hören. Folgende sind. Hört ihr mich? Ja! Kein Grund laut zu werden. Also. Tommy und Annika besuchen Pippi Langstrumpf in der Villa Kunterbunt, gucken sich da alleine so ein bisschen um, waren noch nie da, die lernen sich also auch erst kennen. Dann kommt Pippi, die Hausherrin, und zeigt ihnen da ihr Reich, wo sie alleine lebt, mit Pferd und Affe und allem drum und dran. Schließlich klingelt Brüsselise und will Pippi ins Heim bringen. Daraufhin demonstriert aber Pippi ihre unglaubliche Stärke und schreckt Brüsselise auf diese Weise ab. Soweit die Geschichte, relativ einfach, jetzt bin ich auf eure Version sehr gespannt und Action! Oh, guck mal! Guck mal, Annika, eine Schatztruhe! Aber wir können ja nicht einfach hier so reingehen, Tommy! Wieso denn? Die Tür stand doch auf! Aber wir wissen doch gar nicht, wer hier jetzt eingezogen ist, Ach, Tommy! Komm, typisch Mädchen! Ihr habt immer Angst! Los, komm mal! Ah, Tommy, guck wenn mal, du was meinst. In der großen Schatztruhe drin ist! Oh, die ist so schwer, die Schatztruhe! Ja, Tommy. Die ist total schwer! Die gehört bestimmt einem großen Piraten! Hier ist für drei gedeckt! Was? Wohnen hier vielleicht drei Leute? Vielleicht drei Piraten? Komm, wir gucken mal, was in den 6 Baby liegt und 3 Schloss. Hallo! Wohnst du hier? Ja, ich bin die Pippi. Aber was macht denn der Hein und die Merkel bei mir hier in der Wohnung? Nein. Nein. Nein! Die Heino und der Merkel, die wohnen noch 3 Straßen weiter. Schreibst du weiter, wir sind Tommy und Annika sind genau. Hier. Genau, und das ist Annika. Ich bin Annika. Ja, da sind wir Nachbarn! aber ich... Ich bin ja auch nicht alleine. Nein? Nee, ich habe hier noch den kleinen Onkel. Ja, den habe ich auch. Und den Herrn Nilsson hier bei mir. Oh, ja, das ist und aber eine Kiste voller Gold und Limonadenbaum. Oh, das ist ja super. Hier kommen wir immer her, Annika, ja? Ja, nee. Ich lasse ja nicht reden. Jeden rein hier. Ja, ein fröhliches Treiben. Wo sind denn eure Eltern? Hallo. Die sind nebenan, die wohnen nebenan. Wir sind Tommy und Annika. Wir wohnen nebenan. Nebenan wohnen wir, nicht? Und das ist Annika. Und ich bin Annika. Er hat einen kleinen Onkel. Wo sind denn eure Eltern?
Kinder, hört auf, hier so rumzutoben! Tommy, Tommy, jetzt hört auf, so rumzutoben! Ach, wo sind eure Eltern? Hallo, liebe Tante meiner netten Träume. Setz dich doch erstmal hier hin. Gut siehst du aus. Ich möchte mich nicht setzen. Außerdem ist hier alles so schmutzig. Wer putzt denn hier überhaupt? Keiner, aber ich wohne hier. Pippi, das ist doch die Brusselise. Wer ist das? Vor der musst du dich in Acht nehmen. Warum? Die steckt Kinder ins Heim. Ach, stimmt's? Mir kann keiner was. Ich bin ganz stark. Guck mal hier. Kann ich? Oh. Hier. Guck mal. Hier, ich kann noch. Warte, warte, warte. Hier, pass auf, hier. Was? Oh. Oder hier! Ah, nee, so stark war auch wieder nicht! Schön. Was? Vielen Dank! Lebt die Tante noch? Ja. Ja. Da war doch jede Menge Schönes dabei. Eine Bitte, wenn du die Beine nicht allzu oft zeigen würdest. Ich habe sonst Angst, dass die Suizidgefährdin unter den Zuschauern sonst, die wissen schon, was ich meine. Ich würde sagen, wir machen noch eine Version, aber jetzt mal ein bisschen ZDF-kompatibel, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr spielt Pippi Langstrumpf, aber als beschwipste alte Damen. Und Action! Alt und besoffen. Ja! Hedwig, Hedwig! Oh, guck mal, ein Stück Kuchen! Kuchen, Sahnekuchen! Oh, Kuchen! Oh, oh, oh. Du willst nicht einfach hier so rein. Wir sind doch nicht mehr im Boot. Wir sind doch aber beschnitzt. Wir können das. Was ist das egal? Okay, dann komm ich mit. Oh, oh, oh. Ich muss noch aufs Klo. Ihr wisst, ich hab Granufin vergessen. Ich komm später nochmal. Wer fährt denn die? Die ist genauso durchgeknallt wie wir. Ist euch doch egal. Schalalala. Schalalala. Oh, erstmal setzt es nicht schlecht. Was bist du denn für eine alte Schabracke? Mutter? Was heißt denn das schon wieder? Ich könnte deine jüngere Schwester sein. Jetzt sag doch mal, wer bist denn du? Ich muss mal Pipi. Nein, ich bin. Ich bin Pipi und darauf trinke ich. Was? Pipi? Ein schön heißer Tee. Was machst du denn mit Schuss? Ah. Du hast gesagt, sie ist Pipi. Da ist die komische Frau von eben wieder. Apropos Pipi. Bist du auch Pipi? Nein, ich bin die Anneliese Brüss. Ja, oh, servus. Aber deine Jacke sieht aus wie Pipi. Die Alte will was sagen. Sind eure Eltern noch am Leben, oder? Nee. Seit wann sind sie denn tot? Mein Papa ist im Tacker. Tick-Tack-Tuckerland. Meiner ist ja aus dem Krieg gar nicht mehr heimgekommen. Ach, du Arme, komm her, trink ein. Hier, komm, schenk einmal Striche. So. Ja, los! Hopp, 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 in den Kopf. So. Gibt's auch was? Und ich geh jetzt erstmal wieder in die Kneipe. Ja. Und nimm mein Pferd mit. Verhält dich nicht. Da steht ein Färber auf dem Flur. Tschüss, Kinder. Wunderbar. Das geht in den Spanien. Das würde für mich auch mal privat aufsetzen. Das ist das erste Mal, dass du das nicht für mich bist. Ja, wirklich. Das wäre sehr schön. Ja, der Barbara fehlt gleich.